Hallo zusammen, hier ist wieder Ocella und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Startstreich und die Voraussetzung für den Erfolg ist folgendes. Führt im ewigen Palast verschiedene Mords aus, um Königin Asharas Gunst zu erlangen. Dann besiegt den Hofstaat der Königin auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher. Wie funktioniert das jetzt genau? Und zwar müsst ihr euch, bevor der Kampf beginnt, erstmal 5 Emotes schreiben. Und zwar einmal Char Königin Ashara. Ich werde euch die Emotes unten oder die Makros unten auch einmal reinposten. Und dann noch Slash salutieren. Dann einmal Knicks, einmal applaudieren, einmal kriechen und einmal knien. Die brauchen wir. Wir müssen also immer den Boss ins Target nehmen und dann die verschiedenen Emotes drücken. Wann müssen wir die Emotes drücken? Und zwar hat Ashara verschiedene Events, die sie auch ansagt, und zwar einmal reinschließen. Wenn sie reinschließen ansagt, dann müsst ihr ja quasi das Emote salutieren drücken. Das ist übrigens immer das gleiche, zumindest im Normal Mode war es quasi immer die gleiche Reihenfolge. Das zweite, was sie quasi von sich gibt, also das sind immer diese Dekrete, falls ihr die aus dem normalen Kampf schon kennt, ist Leistungswiederholung. Da müsst ihr dann das Makro für Knicks drücken. Das dritte ist Alleinstehen. Da müsst ihr dann das Makro für Applaudieren drücken. Dann aufgeschobenes Urteil ist das vierte. Da müsst ihr dann Kriechen drücken. Und Gehorsam oder Leid ist das fünfte. Und da müsst ihr Knien drücken. Und was ihr habt, seht ihr einmal durch die Ansage von Ashara. Wird auch durch verschiedene Boss-Modes groß im Bildschirm angegeben, beziehungsweise ihr seht auch an der Seite immer Buffs. Während des jeweiligen Dekrets, die gehen glaube ich immer so 20-30 Sekunden lang, hämmert ihr einfach das Makro so lang, bis ihr quasi euch sicher seid, dass das durchgegangen ist. Wichtig ist, dass ihr die Makros, wenn dann unten rauskopiert oder selber schreibt, dass ihr immer erst Target Königin Ashara und salutieren Target Königin Ashara und dann halt den Knicks und so weiter ausführt. Denn ihr müsst es immer am Target haben, wenn ihr das jeweilige Mode ausführt. Wichtig an der Stelle ist noch, für Tanks ist es ein bisschen tricky, denn es gibt 2 Emotes, beziehungsweise 3, wo ihr oder beziehungsweise euer Charakter eine bestimmte Geste ausführt. Zum Beispiel Knicks oder Kriechen oder Knien, das kann durch Boss-Hits abgebrochen werden. Heißt, wir haben das hier mit 3 Tanks gespielt und haben uns abgespottet, dass jeder mal kurz nicht getankt hat und dementsprechend das Emote sauber ausführen konnte. Das muss nicht passieren, bei uns war es aber so, dass beim ersten Mal, ich habe alle Emotes gedrückt und ich habe das Achievement trotzdem nicht bekommen. Also das hat dann teilweise nicht funktioniert. Da müsst ihr dann ein bisschen gucken, dass ihr dementsprechend, ja, da vielleicht das mit 3 Tanks spielt, macht auf jeden Fall das Ganze ein bisschen einfacher. Sollte das dann bei euch geklappt haben, also dass ihr alle Emotes einmal durch habt und alles wirklich richtig gedrückt habt, dann bekommt ihr einen Buff und dann seht ihr auch dementsprechend, ob ihr ja würdig fürs Achievement seid oder nicht. Das Ganze ist hier auch wieder ein Personal Achievement, heißt, wenn das einer verkackt, ist es nicht schlimm. Ihr bekommt dann, wenn ihr nicht derjenige seid, der es verkackt hat, trotzdem das Achievement. Und das Ganze könnt ihr auch theoretisch im Non-HC, HC Mythic Mode machen, denn es ist eine relativ einfache Geschichte, die ihr nebenbei einfach durchbasteln könnt. Jetzt seht ihr gerade, haben wir jetzt gerade die nächste Geschichte mit aufgeschobenes Urteil. Das ist das vierte mit Kriechen. Und ich drücke eigentlich, mache nichts mehr anderes, außer mein Makro zu drücken, um dementsprechend hier das Achievement zu kriegen. Beziehungsweise ihr seht auch gerade, der andere Tank hat mir nochmal abgespottet, deswegen haben wir 3 Tanks, dass das auch dementsprechend soweit funktioniert. So, jetzt bin ich noch ein bisschen nach vorne gesprungen. Und zwar müsst ihr jetzt gleich das letzte von den 5 Dekreten kommen. Und dann kann ich euch nochmal zeigen, wie der Buff genau aussieht. Und zwar seht ihr, da haben wir das letzte Dekret und jetzt drücke ich mein letztes Makro hier an der Stelle und ihr seht, jetzt habe ich nochmal diesen Ashara-Kopf nebendran und wenn ihr den bekommt, dann habt ihr dementsprechend die Voraussetzung fürs Achievement erfüllt und könnt dann den Boss umhauen. Wie gesagt, das Ganze ist ein Personal Achievement. Wir haben es jetzt halt hier so gehandhabt, dass wir den Boss erst umhauen, wenn wirklich jeder aus der Gruppe das Ding hat. Und ja, wenn das nicht geklappt hat, dann müsst ihr dementsprechend, ja,
einmal den Boss ablegen und dementsprechend neu ran. Wir haben es 2 Tries gebraucht, dann hat das geklappt und es gab hier für die ganzen Leute das Achievement. Ja, das war es soweit mit Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mein Video positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.